rote DRK-Luftballons für ein Jubiläum der besonderen Art. Achtung Kinder, so lautet es nun schon seit stolzen 40 Jahren in der Großbierener Ernst-Thälmann-Straße. 1982 tobten hier in der heutigen DRK-Kita Löwenzahn erstmals die Kleinsten ganz offiziell. Da sah es hier natürlich noch ganz anders aus. Die Großbärenerin Ines Gatzke kann sich daran gut erinnern. Bis 2019 war sie selbst als Erzieherin von Anfang an dabei. Es war hier wirklich nur Sand, kein Zaun, kein Baum, keine Terrasse. Das wurde später dann auch von den vielen, vielen Eltern, die in Arbeitseinsätzen hier gearbeitet haben, die Platten verlegt und Bäume gepflanzt und Spielgeräte aufgebaut. Also durch die Eltern haben wir das dann gut geschafft. Im Grünen liegt die Kita Löwenzahn ganz dem Namen entsprechend am Ortsausgang von Großbären Richtung Neubären immer noch. Doch ansonsten bleiben darüber hinaus für die bis zu 211 Kinder zwischen 0 und 7 Jahren hier längst keine Wünsche mehr offen. Dafür hat auch der DRK-Kreisverband Fleming-Spreewald gesorgt, der die Kita 1999 übernahm und bis 2002 sanierte und erweiterte. Die Kita Löwenzahn ist für uns auch eine ganz besondere Kita, ist auch eine Kneipp-Kita. Und dieses Haus, das hat wirklich ein ganz besonderes Team auch. Und die sind alle sehr auf Qualität bedacht und wollen den Kindern hier jeden Tag einen wunderbaren Tag bereiten und haben wirklich tolle Ideen für pädagogische Angebote. Und dass sie jetzt schon so lange existiert, dieses Haus, das ist natürlich für uns auch mit Stolz erfüllend. Wir haben es mal durchgerechnet, es sind so circa 6000 Kinder, die hier mindestens durchgegangen sind, wahrscheinlich eher noch mehr. Also es sind hier in der Kommune eine deutliche Anzahl von Personen, die hier selber vielleicht auch in der Kita waren und jetzt ihre Kinder hierher bringen. Und es macht uns natürlich stolz, und dass wir hier vor Ort damit auch unterstützen können. Das stolze Alter ihrer Kita macht sich auch für Leiterin Vivian Wüstemann immer wieder bemerkbar. Einfach weil wir viele Eltern haben, die selbst hier Kinder waren und immer mal davon erzählen. Ich habe viele Kollegen, die lange Jahre hier schon arbeiten, auch 40-jähriges Dienstjubiläum bei uns hatten, und automatisch kommen Geschichten von damals auf und begleiten uns durch unsere komplette Kita-Zeit. Für ein besonderes Jubiläum macht dann auch mal der nahe Flughafen eine Ausnahme. Dort musste nämlich eigens vorher um Erlaubnis gebeten werden, damit die knallroten Jubiläumsballons in den Himmel steigen durften. Wir wussten, wir wollen gerne draußen in der Natur feiern und haben ganz eng zusammengearbeitet mit unserem Förderverein. Es sind tolle Eltern, die da mit uns mit überlegen. Und dann sind wir recht schnell drauf gekommen, dass zu einem Kita-Geburtstag auch Luftballons dazu gehören. Und nun sind wir recht nah am Flughafen dran. Das heißt, wir mussten uns auch da organisieren, mussten abfragen, ob wir überhaupt Luftballons steigen lassen dürfen. Haben uns alles zusammengesammelt und haben dann gemeinsam das Ganze vorbereitet und freuen uns jetzt, dass es doch so gut funktioniert hat. Gut funktioniert hat das auch mit der Entwicklung des pädagogischen Profils. Seit 2005 ist die DRK-Kita Löwenzahn eine Kneipp-Kita. Und nicht nur das. Das bedeutet, wir arbeiten nach der Lehre des Sebastian Kneipps. Darauf ist unser Kita-Alltag spezialisiert und auch, total geordnet. Und seit 2012 sind wir Konsultationskita für den Bereich Fachkräftequalifizierung. Das heißt, wir arbeiten eng mit anderen Trägern, Einrichtungen, Fachschulen zusammen, um eben wirklich die Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher zu optimieren. Für Kinder und Erzieher ist also bestens gesorgt in der Großbärener Ernst-Thälmann-Straße. Und das mindestens für die nächsten 40 Jahre.